Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei einer wunderschön beleuchteten Nacht hier in Minecraft zusammen mit dem Woodcappy, dem Jules und dem Gorilla. Hallöchen, ihr drei. Hallo. Hi. Oh, hi. Hi. Ach, hi. 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 Space Taxi. Also das war jetzt einer zu viel, Cappy. Was denn? Was denn jetzt schon wieder? War doch genau richtig. Ja, richtig. Ich weiß nicht, was du hast, Jules. Du musst dich auch mal gehen lassen. Ja? Du musst auch mal mitmachen. Ja, haben wir lieber, wo das Gold ist. Ja, such doch mal. Such doch mal. Wärst du ein bisschen freundlicher gewesen, hätte ich dir gesagt, in welcher Kiste es ist. Aber so nicht. So nicht, mein Lieber. So nicht. So nicht. Nicht mit dem Commander. So nicht. Nee, so nicht. Da ist Gold, Goldbar. Das ist Glas. Ach, Glas brauche ich nicht. Also, ich kann bestätigen für meine vielgescholtene Aktion, ich sammle Diamanten, habe ich natürlich auch ein bisschen Gold gefunden. Ja, ich habe auch schon unten ein bisschen Eisen mit dabei, das ist gut. Man kann hier nachts also nicht in Ruhe an seinem Feld arbeiten. Nee, das kannst du echt vergessen, du. Mein Gott, sind die aggressiv. Ja, das ist ein widerliches Pack hier. Widerlich, sag ich dir. Widerlich. Immer mehr. Ist nicht schön, ist nicht schön. Die Zuschauer ist. Der Gorilla verlässt einfach das Spiel, weißt du? Ja. Was? Ja, kein Wunder. Bei den Nachbarn. Bei den Nachbarn hier. Ja, würde ich auch. Ich bin fast gekickt worden. Ja, nee, was gekickt. Fackeln brauchen. Du bist aber nicht gekickt worden. Nee, ich krieg wieder rein. Ja, komm doch mal, ja. Ich komm mal. Ich komm. Ja, das wirst du schon merken, wenn ich komme. Ja, ja, das hoffe ich doch. Man will ja was spüren. Weißt du? Ja. Ne? Weißt schon, wie ich mein. Das ist ein Eimer Bockmilch, versprochen. Ja. Oh. Oh. Das ist eng. Das ist. Nee, das ist überhaupt nicht eng. Geh mal weiter, ne? Enges Dehnbarfuß, Kippi. Ja, ja, das, ja hier brauchst du das nicht sagen. Ne? Absolut, richtig. Mir auch nicht. Für Botsch brauchen wir 6 rote Beete. Warum lungert denn hier ein Hund auf meinem Bett? Kannst du diese alte Flöhtöne mal wegnehmen? Lass mal wieder. Der möchte sich entfalten geistig. Dazu braucht er halt dein Bett. Klar, da schnieft er bei mir am Bett, oder was? Ja, natürlich. Ah, wo ist der Jules hin? Ich bin unter der Erde wie immer. Okay. Das Verband. Ja. Unter Tage, da gehört er hin. So, jetzt hoffe ich, dass das klappt. Das ist einmal das hier und einmal das hier. Das sieht aber nicht so aus. Das sieht aber. Was ist das denn? Alter. Hm? Bin ich jetzt runtergefallen? War hier Hallo. Das Leder, ja. Ach, verdammt. Warum ist hier ein Fichtensetzling drin? Was sind denn hier für Schlampen auf dem Server? Das ist ja widerlich. Woodcappy, kannst du dem anderen Team nicht mal sagen, die sollen mal ein bisschen weniger Unordnung schaffen hier? Das ist ja unordentlich. Ja, aber echt jetzt. Also bitte. Das ist ja widerlich. Haltet euch doch an meine. Ihr wisst schon. An dein Lagersystem. Ja, richtig, richtig, absolut richtig. Hier sind 44 Schienen drin. Ich glaube, ich schmeiß die mal weg. Okay. Aha. So, warte mal, da. Jetzt hab ich's eingebaut. Ärgerlich. So, ist denn schon wieder hell oder was ist denn hier jetzt? Wie lange ist denn hier immer dunkel auf den Server? Ich will mal meine rote Beete setzen. Gorilla, bräuchte man jemanden, der sich wieder auf die Platte stellt. Was ich hatte, habe ich dir gegeben. Bei Dunkelheit soll man sich auf die Platte stellen. Ja, richtig. Das ist doch eigentlich ein Job für Jules, oder? Ja. Ich habe keine Zeit. Hey, also so nicht. Und sorgt dafür, Jules, dass die U-Bahnen sich auch gegenseitig begegnen und zur richtigen Zeit anhalten und Wink. So, ne? Ja, klar. Ja, okay. Das wird wieder so eine ganz müde, weißt du, so eine Röhre, 2x2 oder 3x3 oder so, ne?
Kilometer geradeaus, nix dran, ja. Nix drum. Ah. Kannst du mir doch nicht verraten, Gorilla. Wie, was verraten? Weißt du, und ich muss dann wieder meine karge Freizeit einsetzen, baue da unten schöne U-Bahn-Station mit Mittelbahnsteig oder mit Seitenbahnsteig, runden Röhren, ja, Übergang zur U2, Übergang zum Bahnhof, ja, wie, wenn Fernverkehr. Ah, bleibt immer an mir hängen. Das, ich habe übrigens in unserer Esskiste habe ich übrigens neues Fleisch reingelegt und 12 Ofenkartoffeln. Kartoffels? Kartoffelchen. Kartoschkas. Kartoffels. Jeder, lass mich da dran. Bei Kartoffeln hört der Spaß auf. Ja, die sind aber gut, die sind schön durchgebraten. Ja, ist gut. Perfekt. Zwiebeln sind da drin. Ich hatte 12 Ofenkartoffeln da reingelegt. Jetzt ist wahrscheinlich keine mehr drin. Meinst wie viele Zwiebeln da drin sind? Was für Zwiebeln? Seit wann gibt es in Minecraft Zwiebeln? Ich muss an dein Gulasch denken. Ist es schon wieder Tag hier? Ist schon wieder Tag hier? Ja, aber die Spinne ist noch aggressiv. Ja. Ich bräuchte jemanden für die Druckplatte. Alter, ich mache mal einen Deal mit dir, Cabby. Was denn? Hier werden keine Deals gemacht. Ich stehe jetzt auf der Druckplatte. Echt, du stehst drauf? Mhm. Warum geht denn das nicht? Warum? Weil du doof bist. Ich verzweifle hier noch. Ich verzweifle noch. Warum überlässt du das Redstone nicht Leuten, die Ahnung haben? Wenn du da jetzt stehst, dann ist da jetzt... Das Ding muss ja aus sein. Das Ding muss jetzt aus sein, aber es ist an. Warum ist es denn jetzt an? Was soll das denn? Weil du was falsch gemacht hast, Cappy. Oh, weil du was falsch gemacht hast, Cappy. Jetzt bin ich mal runtergegangen. Ja, danke dir. Kann ich mich jetzt um mein Feld kümmern? Gut. Eigentlich nicht. Ja, ich mache aber mal. Das gibt's doch nicht. Warum ist das Ding nicht an? Wo ist dieses verschissene Gold? Ich drehe das. Ist das jetzt hier alles schon wieder weg? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Nee, das kann doch nicht wahr sein. Ist denn so viel? Jules? Hä? Viel? Gold? Ja. Verkaufe ich jetzt. An den türkischen Goldhändler oder was? Ja. Der immer sagt, zu Bestpreisen? Ja, einmal im Jahr. Ja, ja. Und dir für ein Kilo Gold 12,50 Euro gibt? Oder was? Ja, genau. Ja, Bestpreis. Mhm. Das ist doch scheiße! Nö. Das ist doch scheiße. Du, kann das sein, dass da irgend so ein Zombie bei dir am Rohr ist, oder? Hab ich auch schon gedacht. Ja. Ich hab's auch gehört. Ist zu Besuch. Ist nur ein Freund, ja. Ist ein Freund. Freund und Feind. Ein Freund. Es ist ein Freund. Wie viel Samen habe ich denn? 21. Ist der überall? Was denn? Was ist jetzt schon wieder? Der Zombie? Der ist hier überall. Wie mache ich das? Wie mache ich? Ich drehe noch durch hier. Wie mache ich das? So vielleicht? So vielleicht? Nee, so eben nicht. So? Nee. Fussel der Agrarökonomen. Was ist das denn hier? Was bist du denn? Was ist da los? Was ist da los? Da ist doch gerade was in die Luft geflogen. Ich war es nicht. Der Jules sagt nichts. Ich bin halt. Also er war's. Ja. Denke ich auch. Aber so ist das halt, wenn man die Tunnelbaustellen nicht ordentlich ausleuchtet, dann explodiert das schon. Ja, alles. Meine ist super ausgeleuchtet. Ich weiß gar nicht, was ist denn los, Äffchen? Du bist schon wieder weg. Meine Zwischenfrage, ist irgendjemandem aufgefallen, dass unser Eingangsbereich wieder mal komplett weggesprengt wurde? Echt jetzt? Mhm.
Also ich war es eben knallen gehört, aber ich wusste nicht, woher. Ja, irgendjemand muss es ja gewesen sein, weil hier im Eingangsbereich, also ich war nicht da, ich war noch am Feld. Kann man bei mir sehen. Warum wird jetzt dann rausgeworfen? Ja, ich war unter Tage. Ich war unter Tage. Das würde ich sogar bestätigen. Ich habe da so einen Namen gesehen. Aber hier, der gesamte Eingangsbereich ist weggesprengt. Ich war es nicht. Ich meine, ich kenne das. Der ist doch nicht im Spiel, Jules. Der macht doch nicht mehr mit. Der hat doch die Schnauze voll. Ich bin rausgeflogen. Ja, was stellst du auch an? Wirklich, was stellst du auch an? Also an meinem Server liegt's nicht. Gut, da würde ich jetzt eventuell was, aber ich halt besser. Was machen denn die Huntis hier? Das sind ja deine Huntis. Nee, sind meine Huntis. Okay, also, Gorilla, wie heißt du? Woodcappy. Mein Hund, blaues Halsband. Dein Hund, rotes Halsband. Genau, die haben alle rot. Alle rot. Ja, aber kein Halsband, sondern bei dir haben sie einen roten Hintern. Ja, Flohband. Ja. Ja, natürlich. Du hast denen die Flöhe aus dem Arsch gestoßen, oder was? Und dann wieder reingestoßen. Und wieder reingestoßen. Und wieder reingestoßen, ja, natürlich. Und wieder raus. Und wieder, raus, und wieder rein. Und wieder raus und wieder rein. Ich will eine glückliche Hunde haben. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, auf jeden Fall. Glückliche Hunde haben. Erst wenn sie jaulen, weiß ich, es geht ihnen gut. ja, natürlich. Ja. Ja, komm jetzt rein, Hunti-Tunti, was ist los mit dir? Okay. Mein Gott, du dumme Töle, du dumme. So geht er mit seinen Hunden. Wusstet ihr, dass man Karotten nicht braten kann? Nee, das habe ich nicht gewusst. Nö. Die Info hatte ich noch nicht. Siehste? Also ich stelle mich jetzt mal hier vors Glas, guck ein bisschen raus in den Horizont, während ich mal gucke im Internet, was wir ja noch gar nicht haben, Informationen zu finden über die umgekehrte, ihr wisst schon, Redstone-Schaltung, weil das macht mich das denn alles? Das macht mich. Ja, du musst ja auch mal, das ist schwierig, ne? Manchmal. Also manchmal frage ich mich wirklich, was soll das? Man guckt hier in irgendwelche Kisten rein, hier ist Glowstone, da hinten ist Glowstone, hier sind Bruchsteintreppen. Habt ihr so alle so das, die Idee, einfach alles irgendwo reinflanken? Oder was ist das hier für eine Art und Weise? Danger. Ihr müsst da sagen, wenn euch mein Ordnungsschimmel auf den Sack geht, dann lasse ich das. Dann schmeiße ich die Scheiße auch noch irgendwo rein. Was denn? Nee, das ist ja unglaublich hier. Das ist ja nicht zum Aushalten. Guck dir mal diese Unordnung hier an. Das ist ja schlimm. Ja, aber wir wissen doch, wer schuld ist daran. Ja, aber der macht ja nichts dagegen. Ja, aber wir wissen es trotzdem, wer schuld ist. Das ist immer schön, wenn man weiß, wer schuld ist. Ja, natürlich ist das schön. Genau, wenn du den Schuldigen hast, hat dein Ordner Struktur, den Tag. Verstehe ich nicht. Ach so. Da bin das ich. Das ist interessant. Und wenn ich dann. Nee, nicht hier. Warum laufen denn hier die ganzen Hunde jetzt hinter uns her? Was ist das denn hier? Ja, ihr habt den hochgeholfen. Wo ist denn hier. Meine zwei Hunde sind das. Meine Hunti-Tuntis. Tuntis, ja, das ist mir das. Ist mir das macht sie das. Meine Hunti-Tuntis. Ja, meine Hunti-Tuntis. Das brauche ich. Das brauche ich. Du gehst mal hier. Und du hier. Hey, warum geht das nicht? Warum geht denn das? Achso, es ist ein Ofen. Wolltest du deinen Hund braten? Nee, ich wollte aus dem Ofen einen Sticky Block machen. Einen Sticky Pisten. Auch gut. Das klappt natürlich nicht so. Nee. Aber ich habe doch noch einen Pisten gehabt. Wo ist denn das Ding hin? Das Drecksding, dieses Blöde. Kannst ja eine der vielen Kisten gucken, wo einfach Sachen reingeworfen werden. Achtlos. Das kann doch nicht sein. Dein das Hund hat, glaube ich, auf die Kiste gekickt. Auf die Kiste gekackt. So. Lass den Hund, der darf das. Ich erzähle meine Hunde anti-autoritär. Sie dürfen die Freiheit genießen. Laissez-faire. Toll, très bien. Bloß keine Gewalt gegen Kinder. Nein, auf gar keinen Fall.
Die dürfen sich doch wohl entfalten. Ich erhob mal meine Stimme gegen einen Jungen, der mir eine Walderdbeere stibitzen wollte. Ja. Laissez-faire, laissez-faire. So. Was waren das jetzt für Geräusche? Ich weiß es auch nicht, das hört sich auf jeden Fall nicht so gut an. Ich hatte gerade die Idee, dass ein Zombie hier gerade Oralverkehr hatte, aber... Hatte ich vorhin? Warum? Mit einem Zombie? Ja, natürlich. Die können nichts mehr sagen. Schon, ne? Die naja, können ja nichts mehr sagen. Doch, das doch. Ja, aber nichts Verständliches mehr. Bleib mal sitzen, das reicht du Köhle. Doch auch. So. Na, hat's dir Spaß gemacht? So viele das werte ich als ein Ja. Jetzt nochmal von der anderen Seite. Aber dann bitte ganz tief. Ja, aber nicht, dass es den After sprengt. Nein, aber dann hörst du von dem Zombie nur noch so ein Das konnte ich auch vernehmen vorhin, ja? Ja. Das konnte ich. Blöd ist halt, wenn es dann so ein Uhuhu wird. Dann hast du die richtige Stelle definitiv getroffen. Dann habe ich vielleicht auch keinen Zombie erwischt. Das könnte auch sein. Das könnte passiert sein. Eisen, Bruchstein. Vielleicht ich habe Andesit natürlich dabei. Mann. Warum habe ich eigentlich immer das Falsche in den Tisch? Du bist halt ein Profi. Hier bin ich am ich brauche Bruchstein. Das ist ja krass, von hinten sah das Wasser doch gerade grün aus im Brunnen. Von hinten sieht vieles anders aus. Das ist eine Weisheit. Ja, natürlich. Natürlich. Was nehme ich? Dann nehme ich das hier. Mann, ist das ein Stress hier. Er will mir ein bisschen rumbasteln mit Redstone und dann sowas her. Ja, aber warum überlässt du das nicht den Leuten, die Ahnung haben? Warum sollte ich? Ich will ja auch Spaß haben. Ja, aber der Jules kann das viel besser als du. Ja, natürlich. Hör mal auf zu lachen, Fussel. Ich hab gar nicht, ich hab nur ganz zart. Nicht gelacht. Ja, du hast nichts gesagt, das weiß ich. Ja. Ey. Das musste ich einfach tun. Das musste ich machen. Ich bin voll davor gerannt. Ich glaube, ich weiß wie. Wie denn? Also, so in etwa so. Ungefähr circa. Komm mal rin hier, du Hund. Du Hund, komm rin. Oh oh. Kebby wird zum Zombie. Ja, es dauert nicht mehr lange. Sehr aggressiv. Bleib mir da sitzen, Töne. Hund. Und zwar mache ich das jetzt. Du gehst mal weg hier. Und du gehst auch mal weg hier. Und das geht weg. Das geht weg. So, fantastisch. Und jetzt kommt das hier. Mann, ist das ein Aufwand, du wirklich. Das ist ein Aufwand hier. Ist doch nicht mehr normal. Für ein bisschen basteln. Das ist der Preis für ein bisschen basteln. Ja, der ist hoch. Der ist aber echt hoch. Warum regnet es schon wieder? Es regnet immer. Oder es ist Nacht. Auf meinem Server kann er gar nicht sein. Doch. Oh, Scheißkies. Scheißkies. Ach, ich sage es euch, Kinders. Kinders. Morgen, Kinder, wie wird's was geht? Meinst du?
Also morgen gibt's auf jeden Fall eins nicht, eine neue Folge Minecraft. Denn morgen ist Montag. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist absolut richtig. Weißt du, was das Schönste ist? Was denn? Wir entlassen jetzt unsere Zuschauer einfach in einen schönen Restsonntag, wünschen ihnen noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, hoffen, dass sie uns gewogen bleiben, auf unseren Kanälen vorbeischauen, ein Abo dalassen, auf jeden Fall aber einen Daumen nach oben, vielleicht auch noch so einen kleinen sexy Kommentar. Und wir sehen uns nächste Woche Samstag für eine neue Folge von Minecraft oder in der Zwischenzeit zu einem der vielen anderen Let's Plays, die ihr auf unserem Kanal bewundern könnt. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao, tschüss. Ciao.